Ja, servus und guten Morgen hier aus Ansbach. Wir sind heute bei Holzbau Weiher. Und zwar, hier steht einmal der Stefan und frisch ausgelernt dazu noch der Christoph. Wo sind wir jetzt gerade und was machen wir heute genau? Also wir sind jetzt bei uns in der Abundhalle. In dieser Abundhalle werden Holzwände vorgerichtet für in diesem Fall hier einen Anbau nach Urspringen. Und später schlagen wir auch einen Anbau auf, aber der ist dann nicht in Urspringen, sondern in Waldseck. Ja, ich stehe jetzt hier mit dem Christoph. Der Christoph hat im September seine Lehre beendet, ist jetzt sozusagen Geselle. Geselle, ja. Was sind die Voraussetzungen, um Zimmerer zu werden, die Ausbildung anzufangen? Zum einen braucht man halt ein gewisses Interesse an Holz. Das Zimmererhandwerk hat immer mit Holz zu tun. Und auf der anderen Seite an großen Projekten, von Dachstühlen zu Carports, zu großen Hallen, also mit Trächern, mit 50, 70 Zentimeter Höhen und vor allem, man muss schwindelfrei sein. Also entweder man schraubt, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben, oder man schießt jetzt mit dem Gerät hier Nägel da rein. Also wer sich erinnern kann, genau solche Wände haben wir eben noch in der Werkstatt zusammengebaut. Jetzt sind wir hier auf der Baustelle und da wird es jetzt zusammengesetzt. Der Beruf als Zimmerer ist ja auch mit viel Tradition verbunden. Eine Tradition davon ist die Walz. Was ist das genau? Was macht man da? Also auf der Walz geht man 1 bis 3 Jahre alleine durch die Gegend und arbeitet in anderen Zimmereien. Und erwirbt sich halt anderes Wissen und guckt mal, was in der Welt so los ist. Früher war es ja, glaube ich, Voraussetzung. Wie ist es jetzt? Heutzutage ist es wegen aus der Mode gekommen, weil es ist viel Arbeit. Man ist lang von zu Hause weg, das wollen die meisten dann auch nicht mehr haben. Und danach wieder normales Leben zu führen, ist für viele auch nicht mehr einfach. Wie schaut es bei dir aus? Wäre das mal was? Nein, ich bin zu alt. Fertig, los! Aber ganz knapp! Ja, Marius macht's die dritte, mein Eintagespraktikum oder mein Eintagesstiftsein sozusagen, hat sein Ende. Ich stehe jetzt hier mit dem Meister, mit dem Matthias. Wie habe ich mich geschlagen? Nicht schlecht für den ersten Tag. Nicht schlecht für den ersten Tag? Okay. Es ist auf jeden Fall ein mega Gefühl, wenn man jetzt hier drauf steht, was man eigentlich geschafft hat. So fühlt ihr euch jeden Tag, oder? Und dann hat man seinen Feierabend verdient. Na klar. Sehr schön. Verdient. Vielen Dank und das war's. Ciao.